Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mainova Talks, alles was die Region bewegt. Die Frankfurter Eintracht am Wochenende leider nur unentschieden, aber dennoch eine riesige Saison bisher. Im Moment aktuell immer noch auf einem Champions League Platz, so genau muss man es ja sagen. Punktgleich mit dem zweiten aus Schalke und das hat auch damit zu tun, weil vor allem die Jungen eine richtig gute Saison spielen. Sebastian Rode, Sebastian Jung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und wir wollen heute reden über die Frankfurter Eintracht und zwar nicht über die erste Mannschaft und ihre jungen Talente, sondern wir gehen in den Altersklassen noch ein bisschen weiter runter, nämlich bei der Eintracht Frankfurt Fußballschule. Und bei mir Karl-Heinz Charlie, eigentlich nur noch genannt Körbel. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Die Eintracht Frankfurt Fußballschule, wenn Sie die nochmal ganz kurz beschreiben, was eigentlich die Idee dahinter ist. Haben wir viel Zeit? Ja, so eine Viertelstunde ungefähr. Stunde, okay. Die Eintracht Frankfurt Fußballschule haben wir ja gegründet 2001, also praktisch jetzt schon fast ins 12. Jahr. Und damals war die Idee, unser Image zu verbessern auch, weil wir damals auch in der zweiten Liga waren, haben wir gesagt, Mensch, wir müssen was mit den Vereinen zusammentun, wir müssen junge Talente finden. Ja, und dass das natürlich dann so eingeschlagen hat, dass wir jetzt fast, ich glaube, 35.000 Kinder haben in diesen 11 Jahren. Das ist schon außergewöhnlich. Wie sehr ist es ein Instrument, um den Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ja, so eine Art erstes Scouting-System? Ja, das ist, zuerst steht bei uns der Spaß im Vordergrund. Das ist ganz klar die Leidenschaft. Die können an der Commerzbank Arena trainieren, teilweise mit unserer ersten Mannschaft. Das ist natürlich ein besonderer Highlight, wenn dann die Fußballschule auf dem Nebenplatz trainiert und dann zuguckt, was der Armin Fee trainiert und dass die auch sehen, dass ein Alex Meyer auch mal hinter das Tor schießt, dass ein Sebastian Jung auch mal hinter das Tor flankt und dass das auch wirklich eine harte Arbeit ist und die Kleinen checken das dann schon und wollen genauso auch mal sehen, Mensch, oder der Ocker stellt sich mal bei uns ins Tor und dann sehen die mal, wie gut der auch als Torwart wirklich da ist und so und das ist so ein Gesamtpaket, wo natürlich für uns oder für den Verein unglaublich wichtig ist. Von was für einem Alter sprechen wir da? Ja, wir haben mittlerweile 6-Jährige, 6 bis 15 Jahre. Und die Vision von uns ist natürlich auch, wir erziehen uns die Eintrachtler für die Zukunft, dass die auch dann zu den Spielen kommen, das ist ganz klar. Und wer einmal bei uns war, der kommt immer wieder. Und das ist mittlerweile so etabliert auch, dass wenn wir jetzt Ende des Monats die Plätze wieder freigeben, sind wir innerhalb von der 3-4 Wochen komplett fürs ganze Jahr ausgebucht. Wann laufen diese Kurse? Ist es nur in den Ferien oder auch am Wochenende? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ach, wir sind mittlerweile, damals haben wir angefangen, wo wir nur in den Ferien gearbeitet haben. Mittlerweile sind wir in ganz Deutschland unterwegs. Und nicht nur jetzt hier in den Hessen-Ferien, sondern halt auch Bayern, Baden-Württemberg. Mittlerweile will unsere Fußballschule jeder haben auch. Und wir sind natürlich auch sehr interessant für die Sponsoren, das ist ganz klar. Und gerade die Sache auch mit Mainova zum Beispiel auch. Mit Mainova haben wir jetzt seit 5 Jahren, ist Mainova Partner und auch genau das, was wir wollen, auch für die Region im Grunde genommen auch. Das ist natürlich ein Spiegelbild, was Mainova da auch macht und wir gehen zu den Vereinen und das passt natürlich super. Das heißt, im Grunde genommen sind das ja zwei verschiedene Arten. Mhm. Einmal kann man als Verein Trainer der Fußballschule zu sich holen und es gibt die andere Möglichkeit, ich kann mein Kind einfach anmelden, um während der Ferien dort zu trainieren. Genau, wir gehen natürlich auch, das Prinzip von uns ist natürlich, dass wir auch zu den Vereinen gehen. Das ist ganz klar, für 3 Tage, 4 Tage oder auch eine Woche. Und das Prinzip unserer Fußballschule wollen wir dann mit den Trainerkollegen zusammen, mit den kleinen Vereinen im Grunde genommen durchsetzen. Und das klappt super. Und gerade das Prinzip mit Mainova, da bin ich ja wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass Dr. Alzheimer und auch Frau Dr. Wolf, die unterstützen so eine Sache, weil die nicht sagen, Mensch, wir wollen nur Geld geben für die erste Mannschaft, sondern die wollen was für die Region machen. Und mittlerweile tauchen sie selbst auf und gucken, was da abläuft und wirklich bin mal wirklich gespannt, bis ein Dr. Alzheimer auch mal dann auf dem Trainingsplatz auftaucht. Das ist so meine Vision, was ich an ihn habe. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal weiterlauten. Wir wollen uns jetzt mal ein paar Bilder angucken von der Eintracht Frankfurt Fußballschule. Auf den Plätzen Fußball spielen, auf denen sonst die Profis von Eintracht Frankfurt trainieren. In der Umkleidekabine da sitzen, wo sonst der Lieblingsspieler Platz nimmt. In die Arena einlaufen wie Pirmin Schwegler, Sebastian Rode und Co. Oder eine Pressekonferenz einfach mal nachspielen.
Das alles können Kinder der Eintracht Frankfurt Fußballschule erleben. Neben der Identifikation mit der Eintracht steht natürlich die fußballerische Ausbildung im Mittelpunkt. Hier wird alles trainiert. Ob das Dribbling, das Ball hochhalten oder der richtige Abschluss. Die Kinder erwartet ein Rundumprogramm. Geleitet wird die Fußballschule seit 2001 von Eintracht-Legende Charlie Körbel. Ihm zur Seite steht ein kompetentes Trainerteam, bestehend aus Ex-Profis wie Norbert Nachtwey oder Thomas Zampach. Von Profis trainiert zu werden, ist für alle Kinder ein besonderes Erlebnis. Ich spiele sehr gerne Fußball und ich habe schon von Bekannten gehört, dass man hier sehr viel lernt. Und mir macht das auch Spaß und vor allem mit so Topstars zu trainieren. Es ist so toll, dass hier extra Torwarttraining für die Torhüter gibt, dass man mit den Topstars trainieren kann und sich von den Spielern der Eintracht Autogramme holen kann. Immer wieder sieht man die Stars auch, kann man ihnen beim Trainieren zugucken und man lernt halt auch sehr viel, wenn man von den Profis gesagt bekommt, was man falsch macht, was man richtig macht. Macht sehr viel Spaß. Am Ende eines jeden Camps steht dann noch die Verleihung des Fußballabzeichens auf dem Programm. Die besten Kinder dürfen sich sogar Hoffnung machen, auch weiterhin von der Eintracht gefördert zu werden. Und vielleicht ist eines der Kinder ja der nächste Charlie Körbel. Also viel Spaß bei den Kleinen. Es lässt sich aber auch feststellen, dass auch das Trainerteam immer mehr wird. Thomas Zampach jetzt, glaube ich, der neueste Neuzugang sozusagen im Trainerteam. Ja, Thomas war ja schon von Anfang an dabei, einer der Mitgründer damals in Neusburg, wo er schon als Trainer da war. Dann war er einfach mal zwischendurch mal ein bisschen verschwunden und wir sind sehr froh, dass wir den Thomas haben, weil der das auch verkörpert. Das ist so einer, nicht nur von seinem Aussehen, wenn man mal so sieht, der macht, glaube ich, auf 4 Bälle, macht der Liegestütze, das habe ich noch nie gesehen, ich glaube 30, 40 Stück. Und das ist natürlich auch eine Faszination für die Kinder, die wollen das dann probieren und deswegen ist er halt auch für uns unglaublich wichtig, weil er einfach diese Emotionen und diese Leidenschaft einfach hat. Wie sehr ist es auch ausschlaggebend, dass wirklich die Profis auch mal zu den Kleinen rüberkommen, als Motivation wahrscheinlich auch? Das sind ja die Vorbilder, das ist ganz klar. Genau. Die sehen die einfach im Fernsehen. Unsere Kinder, die kommen natürlich, die kriegen ja ein Kompaktprogramm dieser Woche auch. Die dürfen in den Presseraum gehen, die dürfen sich das Museum angucken. Und das ist ja auch das. Und dann noch die erste Mannschaft. Das ist natürlich so eine Sache, wo unbezahlbar ist. Und das nehmen die auch alle mit. Und am schlimmsten sind noch die Eltern. Die nehmen das noch mehr mit, weil manchmal habe ich so den Eindruck, dass sie die Kinder nur anmelden, um bei uns dabei zu sein. Was ist denn das Programm drumherum, um das Training? Eben schon gesagt worden, der Presseraum mal kennenlernen, dann auch vielleicht wahrscheinlich auch mal ins Stadion reingehen und neben der ersten Mannschaft zu trainieren. Es ist mehr so ein Komplettpaket einfach. Ja, aber ist doch eine gewisse Ernsthaftigkeit ist einfach doch vorhanden, weil ich sage immer auch bei der Begrüßung, das ist hier kein Kaspergramm, was wir hier machen, das ist Disziplin und Ordnung, weil es auch nicht anders geht. Wir können ja nicht hier mit 100 Kindern, wo wir trainieren, dass jeder macht, was er möchte. Die bekommen eine tolle Ausstattung auch und die fühlen sich dann so wie so ein kleiner Bundesligaspieler auch. Mhm. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, wo die sich dann ertappen, die haben das Stadion vor Augen und dann merkst du so das Leuchten in den Augen. Ja. Und dann noch die Spieler parallel und was ich eben halt wirklich toll finde, dass die Mannschaft oder die erste Mannschaft auch da mitspielt, auch also ein Amifé oder das Trainerteam, die kommen zu den Kindern oder auch die Spieler. Und Alex Meyer zeigt denen mal, so wie er jetzt praktisch auch so seine Tore gemacht hat und dann sind die Kinder fasziniert und das ist auch das, wo wir brauchen und das macht natürlich auch einen riesigen Spaß. Ab wann kann man sich jetzt für 2013 wieder anmelden? Ja, wir planen so Ende November geht es wieder los. Mhm. Und ja, dann denke ich, dass wir Mitte Januar schon wieder komplett ausgebucht sind. Also muss man sich, wer jetzt Interesse hat, sein Kind da anzumelden, ja, muss sich jetzt auf jeden Fall aufpassen und dann auf jeden Fall beeilen. Kommen wir nochmal ganz kurz am Ende der Sendung zur ersten Mannschaft zurück. Hm. Sind Sie selbst ein bisschen überrascht über den Tabellenplatz? Fangen wir da mal an. Ist ja schon langsam unheimlich auch. Wir wussten schon und ich habe ja die akribische Arbeit vom Armin Fee und der Mannschaft gesehen im Vorfeld, auch in der Vorbereitung. Aber Vorbereitung ist ja anders wie die Spiele und für mich war die größte Überraschung damals, das heißt damals ist ja noch nicht so lange her, gegen Leverkusen, praktisch gegen einen Mit-Top-Favorit für die deutsche Meisterschaft, dass wir da mithalten können. Nicht nur jetzt fußballerisch, sondern auch Technik und können solche Gegner schlagen. Das war für mich so die größte Überraschung, nachdem wir aufgestiegen sind. Und
wir haben jetzt praktisch jedes Spiel, was wir jetzt gemacht haben, meinen wir nicht schlechter und haben auch teilweise begeisterten Fußball gespielt. Und, aber dass wir natürlich jetzt 20 Punkte haben, wenn das einer gesagt hätte, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Wie schwer ist es, die ganze Euphorie, gerade bei den Fans, jetzt überhaupt noch zu bremsen? Ja, man hat ja gesehen, es kommt sofort eine gewisse Unruhe da, wenn es dann mal nicht so läuft, wie jetzt gegen Fürth. Und man darf nicht vergessen, dass die Mannschaften, die was gegen uns jetzt auch alle spielen, besser eingestellt sind. Vorher haben sie gesagt, ja, ist der Aufsteiger und mal gucken. Und aber jetzt bist du etabliert, jetzt wissen die auch, dass wir eine oder viele Stärken haben. Und jetzt stellen sie sich darauf ein. Und wenn man sieht, mit einer Leidenschaft, wie auch Greuther Fürth gespielt hat, das hat man schon gesehen, auch gegen Freiburg, wie die alle diszipliniert sind, wie die wollen unser Spiel zerstören, aber trotzdem sind wir in der Lage, gegen die zu bestehen. Und auch der Punkt gegen Greuther Fürth war wichtig. Der Kevin hat super gehalten, das gehört auch dazu. Deswegen haben wir ihn ja auch im Tor, dass er uns dann auch praktisch im Spiel hält. Und jetzt haben wir wieder eine wunderbare Aufgabe gegen Bayern München, haben wir nichts zu verlieren. Wir sind Dritter. Wenn das einer wirklich gesagt hätte, der Dritte gegen den ersten Bayern München, das ist eine tolle Herausforderung. Wir haben immer tolle Spiele gemacht gegen Bayern München und das wird auch am Samstag so sein. Aber verstecken darf man sich auf gar keinen Fall, dann geht es in die Hose wahrscheinlich. Das können wir auch gar nicht. Diese Mannschaft, was der Armin Fehde mit dem Bruno Höpner zusammengestellt hat, die wird sich nicht dahinter reinstellen können, sondern wir werden versuchen mitzuspielen. Und Bayern haben ja auch nicht, so wie ich das so gesehen habe, die beste Abwehr. Also warum soll man nicht auch da das eine oder andere Tor machen? Wir brauchen gewissen Mut. Das ist ganz klar. Wenn man sich total versteckt, dann hat man bei Bayern München, so wie die momentan spielen, keine Chance. Aber der Armin wird dich schon schön heiß machen. Und gerade jetzt nach dem vielleicht nicht so berauschenden Spiel gegen Greuther Fürth, vielleicht unterschätzen uns die Bayern auch. Mal gucken. Wir haben am Anfang größtenteils über die Fußballschule, über die ganz Jungen gesprochen und natürlich auch über die Jungen wie Sebastian Rode, Sebastian Jungs im ersten Team. Wie wichtig sind die? Sie spielen eine Riesensaison, werden natürlich auch begehrlich. Wie wichtig wäre es, sie zu halten? Ja, die haben alle noch Verträge und die sind auch einfach auch Eintrachtler. Aber wer weiß natürlich, das Geschäft ist halt anders und so wie ich sie beide kenne, wollen sie mithelfen, dass wir in der Bundesliga bleiben. Die werden alles dafür tun und der Herbert Buchhagen wird mit unserem Aufsichtsrat, mit dem Vorstand versuchen, alles, dass wir beide halten können und dass wir auch vielleicht mal eine Mannschaft haben für die Zukunft, dass wir sagen, Mensch, wir verbessern unsere Mannschaft über diese beiden Spieler. Aber es sind ja nicht nur beide Spieler. Wenn ich sehe, wie auch der Alex Meyer eine sensationelle Saison spielt, der Kevin Trapp, das ist wirklich wirklich herausragende Saison spielt. Und das muss man halten. Und ich sage immer, das ist jetzt so langsam wieder Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt war einer der spielstärksten Mannschaften zu meiner Zeit, vielleicht in Europa. Ja. Und dann hat man das so ein bisschen, wenn man so sieht, was in der zweiten Liga abgegangen ist, wo man manchmal gesagt hat, was läuft denn eigentlich hier ab? Und jetzt sind wir wieder da, dass wir wirklich auch einen tollen Fußball spielen. Die Zuschauer nehmen das an und jetzt müssen wir uns verbessern. Also wir müssen jetzt sehen, dass wir in die Mannschaft investieren, dass wir auf den Positionen noch doppelt besetzt sind, um wirklich in der Bundesliga so, müssen jetzt nicht gleich Zweiter, Dritter werden, aber ohne die ersten fünf irgendwann mal etabliert zu kommen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel für die Zukunft. Dankeschön für den Studiobesuch. Liebe Zuschauer, was haben wir gelernt? Die Eintracht lange perspektivisch vielleicht mal Platz 5 angreifen. Und die zweite Lehre der heutigen Sendung, wenn Sie sich anmelden wollen bzw. Ihren Sohn anmelden wollen für die Eintracht Frankfurt Fußballschule, dann aufpassen, demnächst geht los und die Plätze sind ganz schnell vergeben. Das war's von meinem Nova Talk. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.